Nice! Und beim Erblicken dieser Bananen... Es wird Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, Mann! Und checkt meinen Partner Just Legends aus. Wir haben super viele leckere Drinks mit und ohne Koffein. Mit dem Code ZIO bekommt ihr 15% Rabatt. Man kann sehen, ich bin... Kleiner Fan davon. Was gibt es? Zeus hier, willkommen zu Yodarium! Kinder verprügeln war erst der Anfang. Jawoll! Ich muss sagen, dieses Game hat mich ja übel abgeholt. Und das Witzige ist, meine Schwester tut ja diese Reaktion schneiden und ihr hat auch gleich ein Bild geschickt, dass sie das kaufen will, das Game. Die war genauso begeistert davon. Also am Ende zockt sie sogar vor mir noch. Egal, wir schauen rein in die neueste Folge. Ich bin wirklich sehr fragend. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse jetzt schon mal einen Daumen da, weil einfach Yodarium ist super, Leute. Ihr müsst diesen Mann abonnieren. Ich will dieses Jahr bei ihm 200.000 Abonnenten noch sehen. Definitiv. Wir schauen rein, los geht's. Hopp, hopp. Würdig und gesellschaftlich verwerflich, wie viele von euch mehr von Bully sehen wollten. Ein ja! Spiel, in dem man verdammt nochmal Minderjährige verprügelt. Was will man mehr im Leben? Hackt's? Geht's euch noch gut? Ich habe letztes Mal die Visagen von diversen Kindern in sanierungsbedürftige Zustände versetzt. Das wollen wir alle in unserem Leben. Endlich mal Kinder verprügeln. Und ihr sitzt da und wollt wirklich mehr davon sehen? Und ja, klar. Was mich von all dem ja am allermeisten anwidert, ist, dass es mir genauso geht. Ja! Let's go! Die Tore zu unbekannten Welten jenseits der Schule haben sich zwar zum Ende der letzten Folge geöffnet, aber bevor ich dorthin durchtrete, musste ich mich noch ein, zwei wichtigen Angelegenheiten widmen. Wie jemanden in den Spind einsperren, nachsehen, wie es meinem besten Freund dem Feuerlöscher denn so geht, mein musikalisch-rhythmisches Talent beim Musikunterricht zur Schau stellen. Wie er da steht, mit so einem richtig genervten Blick. Und einem Nerd dabei helfen, seine D&D-Charakterbögen zurückzuholen. Hierfür habe ich mit den Dieben das Eiertretspiel gespielt. Wir treten uns nacheinander in die Eier, bis einer aufgibt. Klingt für... Boah, das kenne ich doch von der Hauptschule. Das war mini gespielt. Aber wir hatten einen Stiefelkreis tatsächlich, das war uns wirklich. Habt ihr den Stiefelkreis gemacht? Nee. Aber ihr habt 100% habt ihr einen Hosenzieher gemacht, oder? So Unterhose hochziehen. Das ist... Schule ist so eine schreckliche Zeit, oder? Für mich nach einer Aktivität für komplett Entkernte, weswegen ich sofort dabei war und erfuhr, dass ich mir als Erster in die Eier treten lassen darf. Wie großzügig. Ja, bin dann noch erstmal liegen geblieben, um mir die Wunden zu lecken. Also ich habe jetzt nicht... Ja, egal. Mithilfe meiner Fernkampfkünste waren die Charakterbögen aber mein und der erste Auftrag dieses Kapitels erfolgreich ausgeführt. Meine frisch rausgetretenen Eier haben einem Mädel direkt mal einen Besuch abgestattet, was dem Aufseher weder gefallen noch geschmeckt hat. Murmeln sind auch mega, um seine Verfolger abzuschütteln, mentale Notiz aber an mich, nächstes Mal nach hinten werfen. Ich machte mich auf zur nächsten Mission. Man kann sich selbst das Bein stellen, sozusagen. Doch auf dem Weg erblickte ich dieses süße kleine Pärchen, den ich direkt mal die Schwerkraft etwas näher brachte. Lebenslang vom Rücken abwärts gelähmt zu sein, wird sie sicherlich zusammenschweißen. Nu wurde es aber an der Zeit, sich in der Cafeteria blicken zu lassen, für unseren ersten Auftrag außerhalb. Nein, es gab nur, wer am Boden liegt, wird gestiefelt. Oh, wo Leute eingetreten wurden, die am Boden lagen. Wir hatten dann manchmal Stiefelkreis, also wenn alle... in einem Kreis standen, macht man bei Pausenhof, man lümmelt doch zusammen, so im Pausenhof so. Und wenn dann irgendein Außenseiter mit rein wollte, darf ich auch mich dazustellen, darf ich auch dazustellen? Waren wir so, ach, du willst rein? Okay. Dann hat man den halt in den Stiefelkreis reingezogen, dass er innen drin stand und haben alle einfach nur so ein bisschen getreten, so. Jetzt nicht fest, aber, also die Person wollte einfach nur raus aus dem Kreis. Man fand es halt witzig, dass die dann raus will und man lässt sie nicht raus, alle treten nur noch. Ich war auch ein paar Mal im Kreis, so ist nicht, by the way. Der Schule. Hier treffen wir die reizende Köchin Edna. Nice! Fluppe in der einen. Nice und lecker. Hand, Kochlöffel in der anderen und das Herz am rechten Fleck, wie ich sehe. Immerhin passt sich das Essen hier scheinbar dem allgemeinen Schulleben an. Ganz nach dem Motto, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Wir werden von ihr gebeten, in den Eintopf zu rotzen und dann einige Besorgungen in der Stadt zu machen. Ihr wisst schon, normale Dinge wie Fleisch für die Cafete, ein Rasierer für Edna und ihre Wäsche. Da ich einer engelsgleichen Gestalt wie ihr keine Bitte ausschlagen möchte... und nicht in der nächsten Suppe landen will, nehme ich den Auftrag an und raus geht's mit mir. Mit einem Fahrrad cruise ich in die City, hole beim Friseur Ednas Rasierer ab und werfe mich dort selber mal unters Messer. Und wieso haben Friseure eigentlich immer so Wortspiele in den Namen? Ich meine, Herkules, komm schon. Ja, oder haargenau, haarscharf. Haarscharf. Haben wir bei uns auch einen. Architekt. Hauptsache. Welcome. Harpune. Hairport. Container. Harry Cutter. Harry Cutter. Der verdammte Friesenleger. Vorher, nachher. Herberge. Pony and Clyde. H2O. Lock. Ach du Scheiße. Roll. Und verdammt nochmal hereinspaziert. Nein. Wir hatten bei uns im Grafing gab es mal den Laden, die Verwandlung. Und die haben einen verwandelt, aber leider nicht ins Positive. Alter Schwede, war das ein scheiß Friseur. Gibt's auch gar nicht mehr. Haben dann sehr schnell zugemacht. Also
besser ist es. Also ich bin der Letzte, der sich über schlechte Wortspiele beschweren darf, aber wenn, dann sollte man es richtig machen. Ein Friseur bei mir um die Ecke gehört beispielsweise einer Frau namens Monika, die auch Barbierservice anbietet. Anstatt dass die sich mal einen Schnurrbart rauspresst und die Bude in Mundhaar Monika umbenennt, wird man für solche Vorschläge nur schief angeguckt. Ich für meine Teil fand das eine hervorragende Idee. Okay, reicht der. Hervorragend. Ach du Scheiße. Warte, Part wird schlimmer, je länger ich rede. Frisurentechnisch war ich bei Jimmy etwas hin- und hergerissen, entschied mich letztendlich aber dafür, die rasierte Rübe so zu lassen, wie sie ist, da sie mich an meine Eier... Das ist... Was? ...erinnerte. Das war bei Videospielen immer voll bescheuert, dass man plötzlich Haare wieder lang machen kann, kurz, lang, lang. Ich bin so, ja, wenn es im echten Leben auch so gehen würde, ne? An meine frisch rasierten, wohlig riecht ihr... Ja, es geht mal wieder um Manscaped. Dank denen ich meine Klöten voller Stolz durch die Gegend tragen kann. Ich halte hier den im Performance Package 5.0 Ultra enthaltenen Rasierer in der Griffel und zeige euch einfach mal, wie man den einsetzt. Okay, ja, nee, lieber nicht. Einen mega Side-Effekt gibt es aber noch, denn nach der Rasur sieht euer dickadriger Bestrafer da unten deutlich größer aus. Als ich das bei mir erblickt habe, war ich kurz davor, auf zwei Hände umzuskillen und... Ich sollte eventuell mal was zum Inhalt des Performance Packages sagen und nicht weiter Bullshit labern. Wir haben hier den... Notarium, Tipp an dich. Du kannst zwar zu Manscaped sagen, ich habe keinen Bock Werbung darüber machen, wenn ich meine Eier rasiere. Du hast ja einen Bart, ne? Und du musst doch bestimmt auch da ein bisschen nachhelfen, so. Ich durfte das sagen, dass ich sage, ich hätte gerne Rasierer fürs Gesicht und den würde ich gerne bewerben. Lustigerweise waren auch da ein paar so, komm, warum musst du so einen Scheiß bewerben? Ich bin so, es ist ein Rasierer, Leute. Hast du Bart? Denk drüber nach, ob du es kaufen möchtest. Wenn nein, ist auch gut. Es ist nur Werbung am Ende. Ich sage ja nicht, dass jeder seine Eier rasieren muss oder sein Gesicht. Egal. Den angesprochenen Rasierer mitsamt aufsetzen. Einen Nasen- und Ohrenhaartrimmer sowie Aftershave und Deo-Lotion. Die beide übrigens extrem gut riechen und wovon ich... Bestimmt, die habe ich auch noch. ...immer viel zu viel draufballer. Aus persönlicher Erfahrung heraus gesprochen kann ich euch aber nicht empfehlen, auf die Aussage, du riechst aber gut, zu erwidern, danke, sind meine Eier. Macht die Situation weirder als nötig. Okay, das hat ja richtig Premium funktioniert, mit dem ich höre auf Bullshit zu labern. Wow. Anyway, schnappt euch das Performance-Paket Ultra über den Link in der Beschreibung. Beim Rasierer, by the way, fand ich echt arschgeil. Habe ich auch meine Werbung gesagt so. Du kannst ihn unter der Dusche benutzen, der ist wasserdicht. Und das ist super, dass du einfach so da unter der Dusche stehst und nicht schon diese Bartstoppeln im Waschbecken. Das ist nicht nur für jede Frau scheiße, sondern auch für jeden Mann ist es kacke, die zu sehen. Das ist schrecklich. Hervorragend, ja! Erhalte dazu noch einen geräumigen Kulturbeutel und eine äußerst bequeme Unterbuchse und sichert euch mit dem Code ZWEIHÄNDER 20% Rabatt und kostenlosen Versand. Ist kein Witz, der Code funktioniert wirklich. Manscaped hat mir auch noch ihr Beard Hatcher Pro Kit zukommen lassen, das ich aber... Das habe ich eben auch! Genau das habe ich. Hä, warum kriegt das so viel? So ein Hund? Ich hab nur das bekommen. Ich will auch meine Eier rasieren. Was soll denn das? Ich noch nicht ausreichend testen konnte und somit auch nicht bewerben mag. Das ist super. Ich habe das bei einem nicht gecheckt. Ich glaube, bei irgendeinem dieser Shampoos, die soll man nicht auswaschen. Man soll es drinnen lassen. Das habe ich nicht gerafft. War alles ausgewaschen. Aber bartpflegetechnisch gibt es bei Manscaped einiges zu entdecken. Ja, ist super. Einfach hier Drehrädchen einstellen. Auf 5 mache ich immer hier. Und 3 dann hier die Kanten hier unten. Und dann supidupi, alles unter dem Waschbecken, aufladen mit USB-C unten, also diese Mini-USB, Ladekabel im Handy, wenn du kein iPhone hast. Könnt ihr ja bei Bedarf mal auschecken. Auschecken tat Jimmy nun auch das Fleisch vom Yum-Yum-Supermarkt, das wohl Discounterware ist, das gegen Mitternacht abläuft. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Cafeten-Fee Edna Haltbarkeitshinweise noch... Was stand da gerade? Ich hab sexy gelesen. Es stimmt, süß ist sexy. Ja... unsere Cafeten-Fee Edna Haltbarkeitshinweise noch weniger interessieren als die Küchenhygiene. Also machen wir mal weiter mit dem Besuch im Kleidungsgeschäft, wo ich nicht nur ihre neuen Bettlaken oder Unterhosen, schwer zu sagen, einsammelte, sondern mir selber auch mal was gönnte. Oh nein, oh nein. Es regnet und meine Rollläden waren noch unten. Ich hoffe, die geht nicht kaputt. Alles gut. Ja, schon weiter. Könnte. Und zwar ein Armband. Ist nicht viel, aber mit über 100 Kröten in der Tasche fühlte ich mich langsam mal dazu genötigt, irgendetwas zu kaufen. Alles lief eigentlich soweit ganz wunderbar, bis ich dem inneren Drang des Chaos-Stiftens klein beigab und so einen Rando auf dem Fahrrad geboxt habe. Ja, kurze Zeit später hatte ich nicht nur einige Erwachsene, sondern auch noch die Cops am Sack, denen ich nur ganz knapp mit dem Bus Richtung Schule entkommen bin. Wo der Stress, den ich in der Stadt hatte, auf magische Art und Weise auf die Aufseher übertragen wurde. Letztendlich wurde ich romantisch im Hals zu Boden gedrückt und durfte die ganze Shoppingtour erneut machen. War eine ordentliche Fahr- und Rennerei, aber hey, immerhin halten wir good old Jimmy fit und gesund. Das letzte Mal, als ich in Real Life so viel Kalorien verbrannt habe, wie Jimmy hier in den letzten 10 Minuten war, als ich eine Pizza im Ofen vergessen habe. Zurück bei Edna bestätigte sich meine zuvor angesprochene Befürchtung bezüglich der wenigen Fix, die hier auf die Haltbarkeit der Produkte gegeben werden. Nonsense! There are no fuzzy eaters at Bullworth. It'll last for a month!
Wer den Fraß hier täglich in sich reinwirft, ist am Ende des Schuljahres entweder tot oder unsterblich, sag ich euch. Cooles Detail übrigens, dass sich unser Zimmer nach und nach mit Objekten aus absolvierten Missionen schmückt. Hier haben wir das Hemd von Russell aus dem Kloakenkampf vom Ende des ersten Kapitels, den Kürbis vom Halloween-Event, einen Poster als Dank für unseren Security-Service bei Ernest und viele weitere Trophäen und Erinnerungen werden folgen. Genauso folgend tat ich meinem Instinkt, aus minimalem Anlass heraus maximales Leid hervorzurufen. Also habe ich eine kleine Hallenschlacht angezettelt und was soll ich sagen, es gab keine Überlebenden. Ich finde es auch sehr nice, dass die Mädels bei sich im Gebäude einen Aufpasser haben, wir Jungs uns aber bis zur Besinnungslosigkeit prügeln können, ohne dass irgendeine Autoritätsperson sich darum juckt. Mann, das ist halt dieser Mikrosexismus, den Männer erfahren. Der ist subtil, aber tut genauso weh. Hier werden noch echte Männer gemacht, sage ich euch. Und Prothesentester. Junge, ich will den Kampf denen angucken. Mach mal die Biege. Wer nicht hören will... Oh shit. Mich überkam der Drang, die neu erlangte Freiheit jenseits des Schulgeländes mal auf eigene Faust abzuchecken und so düste ich drauf los. Sehr zum Ärgernis der Aufseher. Ah, yes, sie erblicken mich rollend, sie hegen Groll. Mich führte meine Spritztour einmal komplett durch die Stadt hindurch bis hin zum Rummel, wo mich irgendein Rotzlöffel Gesicht voran gen Boden beförderte. Ich gab ihm einige schwingende Argumente, das doch zukünftig bitte zu unterlassen und wurde dabei von den umstehenden Erwachsenen angefeuert, die ich mir als nächstes vornahm. Ich bemerkte dabei leider etwas zu spät, dass die Kirmes eine eigene Security hat und so. Eigentlich logisch, ne? Kannst eigentlich auch auf einer Kirmes rumprügeln. So fand ich mich an der örtlichen Polizeiwache wieder. Nochmal Stress mit einem Auto und dessen Fahrerin angezettelt, sowie verzweifelt versucht, einen Moped zu klauen, was jedoch immer wieder an der fehlenden... Nein, aber da kein Gamer. Aber sie hat das früher sehr gern gespielt. Was habe ich früher gern gespielt? Möglichkeit des Aufsteigens scheiterte. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann noch die Möglichkeit erhalten, mit den Dingern rum... Ach, Overwatch, ja. Auch heute noch. Das Zweier spiele ich immer noch. Nicht gerne, aber ich spiele es immer noch. ...zu düsen, aber irgendwie geht es aktuell noch nicht. Wieder bei der Kirmes angekommen, erblickte ich diese nah am Boden gewachsene Dame hier, die sich über die würdigenden und herablassenden Gartenzwerge aufregte. Ich wollte ihr zur Beruhigung ein warmes Waschbecken einlassen, doch noch bevor es dazu kam, wurden wir hinausgeschickt, um für sie die random in der Welt rumstehenden Gartenzwerge zu zerstören. Eine Mission, die wohl eher so nebenher läuft. Können wir auch mal darüber reden, dass es sozial mega akzeptiert ist, im Supermarkt größere Personen zu fragen, ob sie dir etwas vom oberen Regal angeben können, aber wenn man mal wen Kleines fragt, ob er dir einen Hausmarkensnack von unten angeben kann, wird man nur schief angeguckt. Wie ist denn das Jutarium? Darf man Witze über Kleinwüchsige machen oder bist du dann asozial? Schon mal drüber nachgedacht? Wenn nicht, dann tu's nicht. Man kann die Attraktionen hier auch betreten, was ich einen sehr netten Touch finde. Ich persönlich verkrafte aber nichts, was sich die ganze Zeit dreht, was eventuell damit zusammenhängt, dass ich damals in so einem Freizeitpark war, wo es Pommes und Eis umsonst gab. Also der Eintritt war dann dementsprechend brutal teuer, aber was juckt mich, dass das Kind war. Ich habe auf jeden Fall mehr Zeit an den Fressbuden verbracht, als auf den Dopaminschleudern, doch nach der 5. Portion Pommes und 8. Kugel Eis empfand ich es als eine Knusper... Ich meine, einfach Achterbahn fahren kann, wie geil ist denn das Game? ...bei Idee, Mann, ein Kettenkarussell auszuchecken. Nachdem ich das Teil dann zu dem wohl widerlichsten Springbrunnen jemals geupgradet habe, war der Parkbesuch für mich auch gelaufen. Und seitdem habe ich einfach eine grundlegende Abneigung gegen alle möglichen Dreh- und Schraubattraktionen. Und guckt euch den mal an, schubst einfach einen Erwachsenen. Mann, die Jugend von heute weiß anscheinend nicht, wie man sich richtig prügelt. Du haust eine alte Frau? Ah, und guck mal da, ich habe sogar einen Gartenzwerg gefunden. Du haust Kleinwüchsige, das ist unfair. Was ist eigentlich der original richtige, politisch richtige Begriff? Wie sagt man eigentlich mittlerweile? Kleinwüchsig ist richtig? Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Nach diesem aufregenden Tag zog ich mich zum Matratzenhorchdienst zurück, um am nächsten mit dieser Mission begrüßt zu werden. What kind of monster drinks in front of children? Parent? Hold up, er hat einen Punkt. Wie auch immer, der... Was meint Dad? Ja. Der zugelötete Typ ist unser Englischlehrer, Mr. Galloway, der gerade von unserem Mathelehrer für seinen... Kleinwüchsig passt, denke ich. Ich glaube auch, gell? Ja. ...schwankenden Zustand zurechtgewiesen wird. Wir betreten die Bildfläche und nachdem sich Galloways Nase noch einen ordentlichen Schluck gegönnt hatte, snaggen wir uns die Pulle und machen uns auf, seinen restlichen Alkoholvorrat zu suchen. Dabei hätten wir eventuell bei seinem Pult mal anfangen sollen. Drei an der Zahl müssen wir finden, was dank Minimap-Markierungen jetzt eher weniger problematisch und sogar recht spaßig war. Abgeben tun wir die Flaschen, wie von Mr. Galloway befohlen, bei unserer Kunst- und Fotografielehrerin, die diese direkt an den trunkenen Obdachlosen weitergibt. Allgemein wirkt sie recht vertraut mit ihm, aber vielleicht filmen die auch nur für eine neue Staffel Blauer sucht Frau oder wie auch immer das hieß. Ach ja, und wir bekommen für unsere Mühen eine Kamera, mit der wir fotografieren können. Ich habe damit Blauer sucht Frau direkt mal etwas rumgetestet und habe hier eine Geschichte in drei Bildern für euch.
Ich bin dann erstmal wieder in der City gecruised, da es dort was Wichtiges zu tun gibt. Im Boxclub der reichen Schnösel gibt es einen Boxring, wo ich meine Aggressionsprobleme im legalen Maße ausleben kann und dafür noch mit einem permanenten Damage Boost auf meine Schläge belohnt werde. Aber nicht nur das, denn da ich die Kunst des Angriffsspammens so brutal perfektioniert und somit auch die letzte Kampfherausforderung absolviert habe, bekomme ich sogar einen Preis. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht mal, dass es hier was zu gewinnen gibt. Die Aussicht, ein paar Gesichter zu verformen, hat mir als Belohnung eigentlich schon ausgereicht. Aber um den Preis entgegennehmen zu können, müssen unsere Eltern im Vorstand sein und bla bla. Aber als Trostpreis bekommen wir einen scheiß Leuchtturm mitsamt Strandhaus dabei geschenkt. Oh. Wow. Okay, nehme ich. Denke ich, danke. Das Teil ist komplett eingerichtet, mitsamt Bar, Bett, Arcade-Maschine, pipapo. Lisa, ich glaube, ich habe ein übel langes Augenbrauenhaar. Ist das okay gesagt? Hab mich da natürlich selber direkt mal umgesehen und ja, macht schon was her. Ich finde, jeder Elfjährige sollte ein Strandhaus besitzen. Und ich weiß, wir haben den Unterricht. Im Arcade-Automaten ist schon geil. Ich schon etwas länger vernachlässigt, weswegen ich einen coolen Jump eine Treppe runtergemacht und mich dann an ein Mädel rangeschmissen. Du musst es wegmachen. Ja. Müssen habe. Um ihre Gunst zu gewinnen, müssen wir lediglich die Kinoschlange auflösen, damit sie einen besseren Sitzplatz bekommt. Nichts leichter als das. Mit meinen frisch aufgewerteten Prügelstats werde ich, ohne Gewalt anzuwenden, shit. Ich habe also das Fahrrad von dem ersten geklaut und ihn damit weggelockt, meiner reizenden Freundin Eunice ein paar Schokis übergeben, die sie sich zum Lagern in unbewohnbare Regionen geschoben hat und mich dann in die Hand nahm, damit ich sie an einen ruhigen Ort bringe. Sind wir nicht niedlich? Auf dem Weg. Hat er eine Freundin? Ich noch ein Gummi eingesammelt, weil Safety First, und dann ging's auch schon zur Sache. Körperflüssigkeiten erfolgreich ausgetauscht, er hat eine Freundin. Hatte ich alter Player zu meiner eigentlichen Herzensdame zurück, um mir meine Belohnung abzuholen. Zu ihr und uns aber später mehr, denn erstmal empfand ich es als eine richtig gute Idee, mich mit der Polizei zu prügeln und daraufhin zurück zum Schulgelände gebracht zu werden. Das ist auch ein modernes Taxi. So, was war der Plan, bevor ich meinem Pimmel das Denken überlassen habe? Ach ja, Unterricht. Und zwar Kunst, aka dieses optionale Fach in der 7. und 8. Stunde. Ich für meinen Teil kam aber tatsächlich nie zu spät zum Kunstunterricht, da ich recht schnell verstanden habe, dass man nicht zu spät sein kann, wenn man gar nicht erst erscheint. Das Ziel des Minigames war es, so viel vom Bild aufzudecken wie möglich, ohne dass die Linie beim Malen von anderen Objekten berührt wird. Das war sehr machbar. Jimmy zeigte nochmal sein Feingefühl, was das Anlabern der Frauenwelt angeht. Get lost! Siehst du das? Ich glaube, ich habe eins hier drüben. Das ist übel lang. Siehst du das? Dann zwei übel lange. Zwei übel lange? Der andere doch. Weiß ich nicht. Ich bin mit einer Reaktion gerade. Ich habe echt, das nervt manchmal. Das habe ich auch manchmal mit Nasenhaaren, dass ich eins finde und bin so, was bist denn du so eigentlich so übel lang? Geh raus da. Dann versuch es mal rauszuziehen, es tut aber übel weh. Und dann bin ich immer so, ja okay, dann halt mit der Schere. Wie Nasen. Hab ich, weil der lässt meistens aus. Wenn ich mal so, tue ich so rum, dann versuche ich wieder und bin so, ich fühl's immer noch. Ja, Nasenhaartrimmer. Nee, passt schon. Man sieht's ja gar nicht meistens, weil die sich ja super gut einschmiegen. Aber ich fühl's nicht mehr so. Dankeschön. Super lieb, dankeschön. Jo, dankeschön. Okay, schon weiter. Bitch. Und beim Erblicken dieser Bananenschale auf dem Boden und dem friedlich an der Wand lehnenden Mitschüler bekam ich eine Idee. Oh. Ah, komm. Damit wir die nächste Mission annehmen können, fordert uns der Typ hier dazu auf, dem sowohl den Mundfall schon angeklebt haben, mich wie ein schnöseliger Schmock zu kleiden. Wieso macht er einen Angela Merkel-Move? Also in den nächsten Kleiderladen gesteppt, hab meine Körperhülse gewechselt und durfte auf dem Rückweg noch feinstes Karma mit Premium-Versand miterleben. Also mal ehrlich, wer kann Cops auf dem Fahrrad denn bitte ernst nehmen? Verdammte Scheiße. Beginnen wir aber nur die Mission. Es gibt bei mir immer so, wenn ich in Berlin bin und sehe diese Opel Corsa-Polizeiautos, bin ich auch mal so, Opel Corsa? Du namens die. Deine Freundin ist ja echt hübsch. Oh, danke schön. Kann ich hier ausrichten. Ah ja. Die Schnops beauftragen uns, das Haus des Mathelehrers, der den trunkenen Englischlehrer beim Direktor der Schule anprangern wollte, mit Eiern zu bewerfen, weil sie der Meinung sind, dass jeder das Recht dazu haben sollte, zu trinken, was und wann er will. Ein Haus mit Eiern zu bewerfen klingt aber gleichwohl, unter welcher fragwürdigen Begründung es auch geschieht, nach einer Menge Spaß, also stimme ich zu. Ich habe auch bislang viel zu selten die Charaktere, die Rockstar-typische Gesellschaftskritik und die kreativ-ironischen bis hin zu stumpf-humoristischen Dialoge angesprochen, sondern das
alles eher so subtil hier und da mal gezeigt und umschrieben, weil mein Videostil es mir einfach nicht so richtig ermöglicht, die Charaktere viel für sich selber sprechen zu lassen und im Detail dann darauf einzugehen. Obwohl, was rede ich da? Ich kann machen, was ich will. Das ist mein Video, hä? Hier, eine Badewanne. Boah, guck mal, die kann sogar ein Salto. Und da kommt meine Zahnbürste und covert Gangsters Paradise. What? Aber das war auch ein bisschen von dem Türding, egal. Von 10 Zahnärzten empfehlen diesen Song. So, wo war ich? Ach ja, Dialoge. Ich bleibe trotz meiner neu gefundenen kreativen Freiheit mal dabei, solche Momente nur zu umreißen. Aber nach den vielen Interaktionen, die Jimmy schon mit den reichen Snobs hatte, kam das hier einfach aus dem Nichts. So, my friend, are you, as they say, in? Sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. Das wird für euch jetzt nicht so rüberkommen, aber lasst euch an der Stelle mal gesagt sein, die Charaktere und Dialoge sind so on freaking point, das glaubt ihr gar nicht. Genauso wenig wie ich meinen Augen, nachdem wer an dem zu beeiernden Haus auftaucht? Gary Smith. War ja nur eine Frage der Zeit, bis der Hohenkobold, der ja mittlerweile unser Erzfeind ist, sich wieder blicken lässt. Sein Masterplan beinhaltet dieses Mal, anderen zu erzählen, ich hätte deren Familien der Inzucht beschuldigt, was dank seiner manipulativen Art und Weise und der wahren Natur dieser Aussage so gut funktionierte, dass ich nun einen Haufen neureicher Snobs an den Hacken habe. Weil warum renne ich eigentlich voll hinweg? Nach so viel Spaß, Spannung, Action wurde es mal Zeit, etwas fürs Gefühl zu tun. Also rein. Ja, schenk das Süßes her. Dankeschön, verschenk von einem Abo. Super lieb. Dankeschön. Tasche hier. Ich glaube, im Spiel verprügelt man jede einzelne Clique. Ja. Mit mir ins Date mit meiner neuen Flamme vom Kino. Wir erfahren interessante Dinge über ihre Familiensituation. Did you say you're waiting for Darby? Yes. I don't really like him, but he's my cousin and our family wants us to get married. What? You know, keep up the tradition. What? My aunt has 4 thumbs. Aha. Von sowas lässt sich unser allerliebster Stecher Jimmy aber nicht abschrecken und rein geht's in den Jahrmarkt. Es geht doch nicht. Die sind ein süßes Paar. Darüber als ehrlicher, aufrichtiger Junge mit seiner einzig wahren Liebe über den Rummel zu schlendern, bis plötzlich meine Sidebitch aufgetaucht ist und den romantischen Moment ruinierte. Ich habe ihr als Wiedergutmachung einen Teddy gekauft und das war's dann auch leider schon mit unserer romantischen Reise. Ich habe mir für mein eigenes Entertainment dann aber noch die Freakshow angesehen, wo er hier in einer Gummizelle abhängt und offensichtlich nicht so ganz damit einverstanden ist, hier präsentiert zu werden. 2 Kleinwüchsige, die sich konsequent aufs Maul geben, gibt es auch noch zu begutachten. Siamesische Zwillinge, die an der Hüfte zusammenkleben und wo ich jetzt mal nicht die Frage stelle, die mir gerade auf der Zunge brennt. Ja, ich weiß, welche Frage du gerne, ja. Kurzes Erinnerungsfoto später erblicke ich die offensichtliche Hauptattraktion dieser Bude. Eine fette, hässliche, behaarte Frau. Oh, sorry, ich meine natürlich die fette, hässliche, behaarte Frau. Obwohl ich mir bei dem Frau-Part dieser Beschreibung nicht so hundertprozentig sicher bin. Hab mir an dem Stand dann noch diese schicke Uhr von einigen. Eigentlich sind so Freakshows total uncool, oder? Wertmarken gekauft und voller Stolz am nächsten Tag zur Schule getragen, nur um von meinen Mitschülern dafür am laufenden Band ausgelacht zu werden. Es wird so schlimm, dass nicht mal das Allerheilmittel namens über die Stränge schlagende Gewalt meine eigenen Unsicherheiten überdecken konnte. Voll cool gemacht, sich das hier lachen. Und ich das Teil schweren Herzens wieder ausziehen musste. Und schaut mal hier, wir haben sogar eine Erinnerung an unser Date mit der einen halt da hier neben unserem Bett hängen. Fix noch ein Erinnerungsfoto vom Erinnerungsfoto gemacht und mich dann mal zu dem lieben Pete geschwungen, der mir von einem Fahrradrennen in der Nähe erzählte, wo ich mich als Hauptcharakter dieser Geschichte natürlich direkt mal an die Startlinie visionierte. Das Rennen führte... Typisch GTA-Games, immer so Rennen fahren. Dank der nur 4 Teilnehmer und dem nicht vorhandenen Schwierigkeitsgrad jetzt eher... Super lieb! Dankeschön! Weniger zur angestrebten Adrenalinausschüttung. Ich meine, guckt euch das mal an. Ich trampel nicht mal und bin schneller. Eventuell haben die aber auch einfach nur Angst, dass ich sie vom Fahrrad boxe, wenn sie mir zu nahe kommen, was eine einigermaßen berechtigte Sorge war, wie sich schnell herausstellte. Die Trophäe für diese phänomenale sportliche Leistung wurde mir aber gemopst, doch Lederjacken Ricky bietet uns seine Hilfe beim Wiederholen an und wählte dafür eine recht interessante Herangehensweise. What the fuck, Bro? Was hat dir denn der Hund jetzt getan? Das macht man wirklich nicht. Ricky? Nach einer kleineren Schlägerei mit wenig bis vielen Verletzten war die Trophäe aber endlich mein und ich beschloss mich nun mal wieder dem Unterricht zu widmen. Hierfür fuhr mich mein allerliebster Zombie-Busfahrer zur Schule, wo wir unsere erste Fotografiestunde besuchten. Der Auftrag ist recht simpel, ich muss einige Fahnen auf dem Schulgelände fotografieren. Viel interessanter und weniger zielführend war es aber, sich das rege Treiben auf dem Schulgelände durch meine Linse hindurch zu betrachten. Ist euch mal aufgefallen, dass je besser die Kamera ist, desto sozial akzeptierter ist es damit, Personen der Öffentlichkeit zu fotografieren? Irgendwie ein interessanter Gedanke. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten...
absolvierte ich. Ich weiß gar nicht, wenn einer herkäme mit so einem riesen Fotoapparat und mit mir die Fresse knipsen, wäre ich auch so, Digga, Alter, hör mal auf jetzt. Ich erfolgreich diese Unterrichtseinheit und habe damit ein Foto. Am Menschen darf man verprügeln, oder wie? Ja, klar, mach. Ja, schon. Ich finde, bei Menschen ist Gewalt generell sehr ratsam. Nee, Bumm freigeschaltet. Etwas spannender ist aber die nächste Mission, da unser Biologielehrer sich nach unseren Diensten erkundigt hat, um eine seltene Pflanze im Hauptquartier der Schnösel zu vernichten. Da die von denen nur gekauft wurde, um mit deren Reichtum zu flexen und bla bla bla, ich habe ab Vernichten nicht mehr zugehört und machte mich auf den Weg. Um in deren Hauptquartier reinzukommen, muss ich mir leider eine entsprechende Frisur zulegen, was ich widerwillig tat. Rein ging's in deren prachtvolles Domizil, in dem ich durch meine eloquente Rhetorik versuchte unterzutauchen. Yo Mama! Hat wenig überraschend, wenig funktioniert und ich überließ meinen Fäusten den weiteren Smalltalk. Eine sehr fragwürdig platzierte, giftschießende Waffe neben der preisgekrönten Pflanze genommen und damit meinen noch fragwürdigeren Auftrag erledigt. Schade, dass es kein Gras ist, so als egal. Ich musste mich noch aus dem Laden hier rausboxen und war kurz darauf um $30 reich. Menschen zu verprügeln ist akzeptierter als Kinder zu verprügeln. Ach, sind Kinder keine Menschen, oder wie? Tja, um auch mal das Gerät am oberen Ende meiner Wirbelsäule zu fördern, schwang ich meinen Kadaver in den Matheunterricht und ja, scheiße, ich musste wirklich Mathe machen. Für diese Mühen habe ich aber die Genie-Perücke freigeschaltet und hell yeah. MC Quadrati rappt gleich in Lichtgeschwindigkeit davon, dass ihm deine Meinung relativ egal ist. Doch Fuchs alleine sein reicht nicht aus, man muss sich auch im Wald auskennen. Und so durchblickten meine Mitschüler die schlechte intellektuelle Maskerade leider recht schnell. Mit Gelächter. Aber cool, programmiert das ja auch ein Auslachen. Beim Nacken hängte ich das Teil also wieder in den Schrank. Ich kehrte zurück zu meinen Stärken, denn ein kurzes Training mit meinem allerliebsten Landstreicher schaltete den brutalen Bruder vom Gehfehler frei, den ich direkt mal an ein paar Freiwilligen am Steg praktizierte. Pete hing hier auch rum, also setzte ich mich mal zu ihm und fragte ihn nach Rat. Denn dank Gary hören die Snobs einfach nicht auf, mir auf den Senkel zu gehen und ich bin mit meinem Latein langsam wirklich am Ende. So how do I do it, Pete? Do what? Beat those rich kids into submission. Well, what have you tried so far? Random violence, widespread destruction, gratuitous sadism. No, no, that's not gonna work. They get all that kind of stuff at home. Pete schlägt vor, deren stärkstes Mitglied ausfindig zu machen und ihn öffentlich die Visage zu polieren. Was in dem Fall Biff Taylor wäre, dem ich so gleich mal einen Besuch abstattete. Von der Statur her würde ich jetzt mal behaupten, dass es kein sonderlich fairer Kampf wird. Aber wir haben ja bereits Russell bezwungen und dank des zurückliegenden Boxtrainings war ich einigermaßen zuversichtlich, hier mit mehr intakten Organen als mein Gegenüber aus dem Handgemenge. Oh, Diggi ist sogar voll im Ring. Hervorzugehen. Und jupp, Biff hatte meinem Schlaggespamme absolut ja nichts entgegenzusetzen und ging recht antiklimatisch zu Boden. Da das Oberhaupt der Snobs, Derby Harrington, der Blondschopf hier im Bild, unseren Sieg nicht akzeptieren will, artete dieser eigentlich bislang recht geregelte Gewaltakt etwas aus. So prügelte ich mich bis zu ihm durch, um ihm meine zwei befingerten Freunde mal aus nächster Nähe zu präsentieren. Damit haben wir final unterworfen und starten rein in Kapitel Nummer 3. Wie man hier eventuell schon erkennen kann, weihnachtet es allmählich und nachdem wir endlich eine der Klicken bezwungen haben, ist das erste, was ich zu dieser Zeit der nächsten Liebe mache, mich mit der nächsten Klicke anzulegen. Was die Lederjacken tragenden Halbstarken so drauf haben, welche Rolle Gary in all dem wieder spielt und wie voluminös die Hornhaut an meinen Fäusten noch wird, werden wir wohl oder übel in einem anderen Video herausfinden müssen. Bis dahin könnt ihr ja gerne mal das hier angezeigte Video auschecken und mir gerne auf Twitch folgen, um mich mal live zu erwischen. Yeah. Dankeschön für Jordanium für dieses süße Video. Das ist ein geiles Game. Also vor allem von 2008. Das Game ist jetzt 16 Jahre alt. Ich finde das ultra cool gemacht. Mir gefällt es voll. Hat Rockstar eigentlich voll was Geiles rausgeballert. Finde ich voll schade, dass das doch recht viele nicht kennen. Leute, Manscape, rasiert eure Eier. Auch wenn ihr weiblich seid. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Dann bis dann. Und Dankeschön an Jordanium. Ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwann. Dann kriegst du eine dicke Umarmung. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.